draufkommen. Aber ich höre sie. Sieht aus, als hätten die da unten viel mehr Spaß, als wir hier oben. Over. Macht nichts, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drin haben nichts gesehen. Over. Augen auf. Das war doch ein gutes Zeichen. Oh, wir waren so nah. Ist das nicht das Camp hier? Was? Wir waren da auf der anderen Seite. Sieht einfach alles gleich aus. Doch kein Kaffee. Raffiniert. Sie fälschten eine Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Ein Keyblade. Nicht so weit. Ja, ich habe nur eine Tasse umgedreht und keine Ahnung. Aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Ich sag's dir. Der Colonel würde seinen Arsch verlieren, wäre er nicht angewachsen. Ist unser neuer Freund da unten? Salim? Nee, der ist weg. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Ich glaube, die Truppen sind so das kleinste Problem, ganz ehrlich. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacker. Arschfix. Ja, nu, ne? Ich guck hier noch einmal. Na, wer ist es diesmal? Ne, ich glaube, das ist diesmal keine Vision. Nein. Oh. Ah. 73. Oh nee, mein Gott, Richtung. Wo habe ich das? Andere Richtung, gesehen? Andere Richtung. Nee, hinter dir. Nein, da warst du schon. Nein, da warst du noch nicht. Aber da war doch noch mehr. Ja, gehen wir gleich. Katalog. Van Hüten? Sein Name ist Van Houten, verdammter Müllhaus. Kann ich auch machen? Van Hüten? Ach, macht er automatisch, richtig. So, was haben wir denn hier? Immer mehr Funde beziehen sich auf den Fluch von Naram-Sin. Diese Predigt über die Beziehungen zwischen Göttern und Königen stammt aus der Ur-Drei-Zeit Mesopotamiens. Naram-Sin ist ein akkadischer König, Enkel von Sargon dem Großen, Gründer des akkadischen Reiches. Historische Aufzeichnungen zeigen ihn als einen gläubigen Mann, der die Götter ehrte. Der Mann, von dem in den Fluchgeschichten die Rede ist, ist jedoch ein ganz anderer. Der mythologische Naram-Sin ähnelt der biblischen Figur des Hiob und wurde von den Gottheiten verlassen. Er ist voller Zorn auf die Götter und führt... Während ich lese, wird das dahinter immer lauter, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, es wird irgendwie immer lauter im Hintergrund, ne? Und ein Krieger gegen sie. Auf solche Gotteslästerungen folgen Flüche. Der erste davon manifestiert sich als Invasion der gutäischen Bergstämme. Dem Krieg folgt eine Hungersnot, die nach Naram-Sin folgt, dem Untergang weit. Die Moral ist, dass der Mensch das Leid ertragen muss, egal wie undurchschaubar die Absichten der Götter sind. Naram-Sin hätte die Prüfung bestehen müssen, wie mühsam sie auch waren. Als Naram-Sin sich gegen die Götter stellte, kämpfte er einen Kampf, den er nicht gewinnen konnte. Ihre Funde sind immer noch begraben, weit weg von jedem Museum. Ah, guck mal. Okay, auf jeden Fall waren das ein paar Tontafeln. Sternkonstellation.
Ah, hier steht noch, die Akkader dachten, die Gutea seien Dämonen. Dieser Fund deutet jedoch darauf hin, dass sie zivilisierter waren als zuvor berichtet. Klatscht so. Wer soll das lesen, dieses Buch? Da hinten sagt es ja, ne? Da waren wir. Boah, ich will ja nichts sagen, aber es scrollt schon, ne? Ach, diese Tassen, die stehen aber auch immer überall im Weg. Also fliegen ja die Klemmbretter weg. Krankengeschichte. Schwitzt. Kochsalzlösung. Puls 132. Patientin wach, nicht ansprechbar. Temperatur raufgeklettert auf 38,3. Schwitzt und zeigt Anzeichen von Gelbsucht. Nicht ansprechbar. Fiebermittel zeigten keine Wirkung. 38,3 Grad. Puls 165. Kurze Phase der Klarheit. Sagt, sie habe Visionen der Dunkelheit und könne die Farbe rot schmecken. Ui. Verliert das Bewusstsein. 1 Uhr, erwacht, schreit über Monster in der Dunkelheit, Fieber steigt. Teint zunehmend gelb verfärbt. 18 Uhr, Temperatur 38,3, Puls immer noch schnell, ca. 150, schläft. Anmerkung, 2 Tage seit Kontakt der zur Kreatur. Ja, das ist das, was... Ja gut, dass sie infected werden, das haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile festgestellt. Ja, aber das steht leider auch nicht weiter, ne? Ob es da vielleicht doch ein Mittelchen gäbe. Neue Funde zum Katalogisieren. Vampire. Ich wusste es. Sag ich doch. Die Probe trotzt unserem Verständnis von Biologie. Wie lange leben diese Wesen schon unter unseren Füßen? Wachen sie alle paar hundert Jahrhunderte auf, um sich an uns zu laben? Den Akkadern waren sie ein Begriff. Wenn auch nur aus uralten Zeit Erinnerungen. Lesen ist nicht. Pazuzu ist eindeutig nach ihrem Vorbild entstanden. Ich vermute, dass die gesamte Folklore der Menschheit durch ihre Angriffe inspiriert wurde. Ein Urmythos, den alle Kulturen gemein haben. Der geflügelte Dämon, der gehörnte Satyr, der Minotaurus, der Vampir. Ja, du hattest recht. Ja, gut, also es war ja wohl offensichtlich, dass es. Fucking Vampire sind, aber ich dachte mir, vielleicht gibt es da noch eine andere Sache. Mhm. Aber mir war klar, das sind keine normalen Irren. Weil Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht die berührt. Die waren einfach zu cray-cray. Ich denke, wir können dann hoch, oder? Sollen wir hoch? Sollen wir nicht hoch? Du kannst auch runterspringen. Naja, zumindest glitzern die Vampire nicht, ne? Schon mal ein Pluspunkt. Nein, du musst da noch unten weiter gucken. Was ist denn mit dir? Da rechts ist noch was, glaube ich, ne? Nein, nein. Da? Oder warst du da gerade? Oder sah das halt gerade so aus? Wegen der ist da noch so aus. Ach, das ist die Lampe. Ja. So, warte mal, vielleicht hier noch irgendwas? Ach nee, das hatten wir. Verhüten! Oder du gehst weiter nach links. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mit dir Lava? Nee. Oh. Nee. Da war da. Der Camp warst du ja auch, ne? Ja, aber vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Oder warte mal, geht's da nicht noch vielleicht weiter? Nee, ne? Da war ja nur der Abgrund. Ja. Das hatten wir. Da kommst du auch nicht hoch. Das hatten wir. Ja, würde ich sagen, ja, einfach nochmal Richtung Camp oder so. Ein bisschen Cookie-Looky machen. Ja. Voll spannend gerade. Oder musst du auf dem Steg da Seil gucken? Ja, aber da komme ich ja nicht hin. Oh. Oder? Nee. Oh. Immer so episch nach unten gucken, meinst du? Ja, guck. Und dann sterben. Oh, vielleicht ist hier noch was. Text, du hast dich versteckt vor mir.
Bullman meint, dass das Funkgerät will uns von der Welt da draußen abschneiden. Aline kämpft in, sie dafür verantwortlich ist. Ich persönlich hege immer noch Zweifel an, obwohl ohne Beweise alle verdächtig sind. Ich kann im Moment lediglich die... Also verdächtigen sie sich alle gegenseitig jetzt? 30. Dezember. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. So, was das? Guck da noch mal. Ich war dann nur das Radio, aber das ging ja nicht. Aber das Radio hatte das Lass mal abhauen Symbol dran. Jetzt gerade. Oh. Mein Gott. Video Games, let's go. Yeah. Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Das Ding wurde doch sabotiert. Aber warum nur? Was Besseres haben wir nicht. Aber eigentlich voll dumm, bewegt, wenn die nicht töten und dann alle mit infizieren. Dann ist doch irgendwann kein Platz mehr in der Höhle, ne? Er ist in die Tunnel gelaufen. Du, ich hab keine Ahnung von Vampir. Dann ist er so gut wie tot. Er gehört nicht zu uns, scheiß drauf. Ey. Hilf mir, es zu reparieren. Er dreht so viel, fünfmal. Danke für deine Hilfe. Oh nein. Ah, du hast doch... Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das auch. Er wird's jetzt erfahren. Ja, let's go. Wo ist mein Feuerzeug hin? Oh. Was geht's? Es ist nichts. Er weiß es. Du hast meine Frau gefickt. Unangenehm. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sendcom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Mervyn ist tot. Ich wundere mich, was da passiert ist. Haut ist denn da eine von Latz, ne? الكلاب يطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يكملوا. Will er nicht nach Hause oder so? Will er da unten bleiben? احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. الكلاب دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ سليم انت اتجننت اسمعني ارجوك اسمعني قتلوا الامريكان كانوا هيقتلوننا اخلص وامشي ورايا انت سامعني خالص لا
انت اسمعني دلوقتي، يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن، اختار. ما يلعنك وحد لنفسك، انا هقعد هنا. Oh, er hat sich dagegen entschieden. So ein Trottel. Oh oh. Schalt es ab. Lauter! Jetzt gesorgt. Bring den Sender zum Laufen, sofort! Ich brauch mehr Zeit! Verschanzen Sie sich im Tempel. Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das. Lieutenant, ich... Ich sagte, ich mach das. Los! Dämlich, sag mal, hört ihr das nicht, was da abgeht? Ja, entscheidet nicht. Oh. Ey, so ein Trottel. Mach den weg! Scheiße! Wie viel Munition hat der in diesem Scheißgewehr? Ja, ne, und wie lange brauchen die eigentlich, um hochzukommen? Schieß! Ah! Was? Was? Shit! Nein! Mann! Rechten Knopf drückst du zum Schießen. Richtig! Ja! Verdammt! Das hab ich nicht erwischt! Das zweite Mal! Alter! Wo war meine Deckung, Sergeant? Ja, es tut mir leid! Danke! Ja, witzig, merkt man, dass ich schlecht schießen kann, oder was? Dass du gar nicht schießt! Das war das zweite Mal. Ich dachte, ich hätte vielleicht auch Eric getroffen, weil das so ein Arsch ist. Scheiß auf Eric. Alles, was rot ist, schießen. Ich habe mich mehr auf die anderen Knöpfe konzentriert. Oh. Ah, ah. Oh je. Oh mein Gott. Jetzt bin ich raus. Oh je. Kein guten Schuss. Schieß, 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 schieß! Hab ich doch! Ey, das... Ja! Ich habe! Der hat mir doch nicht mal die Zeit gegeben, meine Zeit. Ich hatte noch Zeit! Oh, jetzt kommt ihr, ja? Sorry, aber das war dumm. Das war einfach dumm. Das hat nicht funktioniert. Weißt du, ich sag ja nichts, dass du pazifistisch unterwegs bist. Das ist auch okay, das ist ein schöner Lebensstil. Schon angepisst, kein Bock mehr, ne? Wenn sie schlafen, bleiben sie zurück. Hier drin geht's gleich richtig ab. Halt! Rachel?
Eric. Nicht mehr da. Er ist tot. Du kommst drüber weg, Rachel. Das hat er echt nicht verdient. Was ist denn hier passiert? Rachel, Sag's mir. Einer der Iraker hat ihn erschossen. Lebt dieser Iraker noch? Ja, und er ist noch hier. Freut mich, Sie zu sehen. Dachte, Sie wären tot. Wer hat's noch geschafft? Fast niemand. Mervyn ist tot. Joey. Wahrscheinlich auch. Clarice. Was ist los? Sie war infiziert. Die Dinger haben irgendwas in sie reingepflanzt. Wir waren auf dem Weg hierher, aber... Ich denke, das wäre eine wichtige Info zu wissen. Eins weiß ich über den Ort hier. Die Toten bleiben nicht tot. Jeder Schuss muss sitzen. Leute, Rückzug zum Haupttempel! Und ey, ganz ehrlich, ne? Aber das war nicht meine Schuld. Ja, mach halt einfach aus. Mach halt einfach aus. Wieso denn auch nicht? Ist ja nicht so, als ob ich nicht schon einen verloren hätte. Wir brauchen den Generator. Ohne ihn sind wir blind. Wir brauchen den Generator. Ja, danke, Sherlock. Lauf doch dahin. Hast doch genug Zeit. In der Zeit, wo sie geredet hat, hätte sie sich darum kümmern können. Aber nein. Oh mein Gott, was war das? Hab ich mich jetzt... Sie sind doch schon drin. Was war das? Wieso? Oh, es wird Quickshots jetzt gemacht. Okay, let's go. Fuck! Diese Dinger wollen wirklich unbedingt hier rein! Meinst du? Vielleicht sollen wir auch machen, wenn wir noch fahren müssen. Sonst sind wir am Arsch! Adapter Ratten. Mein Gott. Ich weiß nicht, was du hast. Nicht am besten Leben. Oh Gott! Oh, das ist versaut. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast es kaputt gemacht. Och, leck mich doch am Arsch, ey. Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor!
hinsetzen. Och, ernsthaft? Es läuft doch. Go kick some ass. Schieß. Mein Gott. Ja. Ja. Let's go! Ja, wieso funktioniert das jetzt? Mein Controller ist gefickt. Mann, der entwickelt so eine Scheiße. Yeah! Und er denkt sich so, ah, Feuer. Was machst du da? Auf zu tanzen. Gemeinsam begraben. Yeah! Ich will ja nichts sagen, aber du hast auch noch einen Charakter, ne? Oder zwei eigentlich. Zwei habe ich noch. Ja. Salim und Jason. Ja, ich wollte es nur. Du hast auch noch zwei. Ey, komm, das war asozial, Mann. Du hast ihn doch sterben lassen, damit du mit ihm zusammen sein kannst in aller Ruhe. Sache ist einfach. Sache ist einfach. Du hast Johnny Cage umgebracht. Nein, ich mochte ihn irgendwie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Ich hab den gar nicht so gut gekannt. Also, psch. Irgendwie habe ich das böse Gefühl, dass ich nochmal auf Clarice treffe. Ja, aber ich glaube in ihrer schönsten Form. Hundertprozentig. Oh, ernsthaft. Dieser Penner, ne? Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Was ist da passiert? Mit Harakush! Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Oh, Sonny. Harkun Fekra Wesha. Und die Mischfe Makent Haddesi. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Lass aber klappen! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Ein Penner. Ja, nur ein. Nick, kümmere dich darum.